Ich weiß, dass der Zugang beschränkt ist, aber wenn du Hilfe bei der Rattenjagd brauchst, ich bin sicher, dass ich in einen dieser Anzüge passe. Ich glaube nicht, die Vorschriften. Nur ein Scherz, ich weiß, dass du eine Phobie hast, wenn es darum geht, Regeln zu brechen. Ich werde von der Kontrollstation aus zusehen. Hier ist nichts. Dann ziehen wir ihn wohl mal an. Und gehen rein. Okay, dann mal los. 14 Grad. Ich habe das Kommunikationssystem eingeschaltet. Melde dich, wenn du etwas brauchst. Helena, könntest du die Temperatur ein bisschen erhöhen? Es ist eiskalt hier drin. Aber 14 Grad Fahrenheit. Keine Ahnung, wie viel das ist. Wisst ihr, wie viel das ist? Wird erledigt. Viel besser, danke. Ich höre diese Geräusche nicht mehr. Was auch immer es war, es ist jetzt wahrscheinlich weg. Bist du sicher? Ich sehe nichts, was Anlass zur Sorge gibt. Aber um sicher zu gehen, werde ich das Wartungsteam bitten, den Filter morgen zu ersetzen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich lasse den Raum besser in Ruhe. Ich will das Kühlungssystem nicht kaputt machen. Hey Linda, hast du die Ratten schon gefunden? Okay, hier ist nichts. Dort bewahren wir das Elysium auf. Ja. Ich sehe nichts ungewöhnlich. Also zurück. Ich glaube, wir können das offiziell als Fehlalarm deklamieren. Hier sieht alles normal aus. Haben wir irgendwo einen Schraubenzieher gesehen? Linda, ich bin fertig hier. Du kannst die Tür öffnen. Ah. Ich finde, du solltest nach Elysium sehen. Vergewissere dich, dass es intakt ist. Ich glaube wirklich nicht, dass es in Ordnung nötig ist. Aber alles in Ordnung. Außerdem würde ich das Sicherheitsfach lieber nicht öffnen, wenn es nicht absolut notwendig ist. Du weißt, wie sehr mir das Ding Angst macht. Richard, ich würde es ja für dich machen, aber du bist der Einzige mit Fingerabdruckzugang. Wir haben beide die Geräusche gehört. Wir wollen keine Überraschungen. Na gut. Und jetzt wohl? Hey. Oh. Du. Eine Pyramide. Das Elysium, der Grund hinter all der Geheimniskrämerei um meinen Job im Labor und meine vielen schlaflosen Nächte. Es wurde vor einem Monat in der Antarktis gefunden. Alle unsere Studien waren bisher ergebnislos. Es wurde nicht von Menschenhand gemacht, aber ich fürchte, es würde einen Hinblick auf die Menschheit erschaffen. Was auch immer es ist, es gehört nicht auf die Erde, so viel ist sicher. Ich wusste, dass es niemanden verletzen konnte, wenn wir es im Labor unter strenger Kontrolle behalten würden. Aber es ist nicht mehr sicher. Meine Schöpfer haben es wirklich wiedergefunden und sie wollen es zurückhaben. Alles in Ordnung da drin? Soweit ich sehen kann, gibt es keine Anzeichen von Kontamination. Ja, dann mach's zu. Lass mich verarschen. Okay. Muss wohl warten, bis das Trigger-Event passiert ist. Auf Wiedersehen, Linda. Was ist hier los? Linda? Oh. Linda, kannst du mich hören? Nö. Oh, bitte kein Jumpscare. Ich mag keine Jumpscares. Oh, Linda, es gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Ah.
Alien. Wer bist du? Ein Fragezeichen. Wo ist Linde? Was hast du ihr angetan? Bzzz, klick. Beto? Was willst du? Du bist wegen diesem Ding gekommen, oder? Was ist das? Was willst du damit? Oh Gott. Es wird sehr kalt. Die Temperatur sinkt. Das Ding will mich hier erfrieren lassen. Der Anzug wird mich für ein paar Minuten warm halten, aber lange hält das nicht. Ich muss schnell etwas tun. Ich war entsetzt, blind vor Angst. Diese Kreatur hatte uns ausgetrickst, damit wir das Sicherheitsfach öffnen, um an das Elysium zu kommen. Da Linda höchstwahrscheinlich tot war, fühlte ich das Schicksal der gesamten Menschheit auf meinen Schultern lasten. Also tat ich am Ende das Einzige, was ich tun konnte, auch wenn es theoretisch und sinnlos war. Ich fand irgendwo in mir die Kraft, mit dem Elysium aus dem Labor zu kommen und zu fliehen. Nimm. Der Sensor kontrolliert das Kühlsystem. Ich muss einen Weg finden, ihn zu deaktivieren, bevor ich... Das Durchtrennen der Kabel hat nichts bewirkt. Ich muss einen Weg finden, das Kühlsystem zu unterbrechen oder kurz auszuschalten. Ich könnte versuchen, es kurz zu schließen, indem ich die beiden Kabel verbinde. Aber sie sind zu kurz. Ich brauche etwas Leitendes, um sie zu verbinden. Okay. Ja, okay, dann müssen wir. Wirklich ein Notizbuch oder was? Ah, jetzt weiß ich was. Okay. Dann ist kurz. Verschwinden wir von hier. Blablabla. Jetzt ging's einfach. Juhu. Ich glaube, das ist Linda. Was ist das? Ah nee, ein Roboter. Du bist also derjenige, der hier drin so einen Krach gemacht hat. Du bist also doch keine Ratte. Aber warum zum Teufel wurdest du in den Lüftungsschacht geworfen? Ich kann nichts mitnehmen. Yay. Schön dunkel alles. Verdammt. Oh, es läuft draußen rum. Ich sollte den Anzug ausziehen. Ich kann mich kaum bewegen. Aber zuerst muss ich einen sicheren Ort finden, wo das Elysium versteckt werden kann. Ich berühre es nicht mit meinen bloßen Händen. Hier, Koffer. Blau ummantelte Koffer, die sind perfekt, um gefährliche Materialien sicher zu transportieren. Zumindest für ein paar Stunden. Upp. Tschüss. Was zum Teufel? Oh, damn, sie war die ganze Zeit schon weg. Was zum Teufel ist hier passiert? Das ist Lindas Brille. Ja, Linda gibt's nicht mehr. Ba, 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 ba. Arme Linda. Ich habe die Nacht in einem Motel verbracht. Ich habe es nicht gewagt, nach Hause zurückzugehen und dich diesen Albtraum auszusetzen. Darum habe ich dich angelogen, als es... unerwartete Gasleck im Labor mich die ganze Nacht beschäftigt hatte. Mein Vorgesetzter in Washington sagte mir, dass ich solle ein Flugzeug nehmen und das Elysium zum Hauptquartier bringen. Er dachte, dort wäre es sicher. Jo, aber nicht, wenn es halt im Flug... Ich meine, Aliens sind ja ein bisschen bekannt fürs Fliegen. Wahrscheinlich.
Aber am Ende war alles umsonst. Ich war in diesem Flugzeug gefangen und ich musste einen Weg finden, um zu vermeiden, dass das Elysium in die Hände dieser Kreatur fällt. Warum eigentlich? Wenn es von da kommt und denen gehört? Ja. Komm schon, du willst das Elysium? Komm und hol es dir. Du musst mich töten, wie du es mit Linda und all den Passagieren in diesem Flugzeug getan hast. Ich muss dieses Flugzeug so schnell wie möglich verlassen, aber mich umbringen wird nichts lösen. Hallo, ist da jemand? Das Funkgerät, ich kann das Funkgerät hören. Ich muss da rein, um Hilfe zu rufen. Abgeschlossen. Okay. Einmal einen Regenschirm. Okay, aber sonst nicht. Also werden wir zu Mary Poppins und tun mit uns mit dem Regenschirm abseilen. Regenschirm abseilen, genau. Ich kann nicht zulassen, dass die Löwen. Ja, okay. Ja, dafür haben wir doch den coolen Regenschirm. Oh mein Gott, es fliegt dann alleine. Diese Kreatur muss es irgendwie kontrollieren. Haben wir einen Fallschirm? Hier sind die Flugzeuginstrumente. Hallo, ist da jemand? Ich brauche Hilfe. Hallo. Verdammt, es ist kaputt. Well. Ja, das. Jetzt habe ich keine Kontrolle mehr, das heißt, keine gute Sache. Uff. Theoretisch. Oh Gott, was ist mit uns passiert? Also irgendwas ist mit uns passiert. Ansonsten nichts mehr anklicken. Wir sehen definitiv nicht so nicht mehr normal aus. Da können wir auch nichts mehr machen. Ich nehme an, wir können nur verlassen. Sagen Sie. Ja, genau. Direkt vor dem Propeller. Ach nee, warte, wir sind abgestürzt. Hä? Ah! Wir sind doch rausgeflogen. Hä? Hier ist es, was du wolltest. Komm und hol es dir. Komm schon, tu, was du tun musst. Es ist mir egal. Ich kann das nicht mehr. Schätze, so endet das. Madison, meine Liebe, ich weiß nicht, wie ich das alles in wenigen Worten erklären soll. Ich fürchte, mir bleibt nicht sehr viel Zeit. Ich dachte, ich würde jetzt in Sicherheit sein. Oh, hey. Ich glaube nicht, dass das Linda ist. Linda, oh mein Gott, dein Gesicht. Du! Hallo, Richard. Ich bin so ein Narr. Du warst es von Anfang an.
Bitte, ich flehe dich an. Sag mir nur, was dieses Ding ist. Ich muss es wissen. Deine muss gar nichts wissen. Okay. Ist zumindest nicht klischeehaft und bettelt nicht um sein Leben. So ein faszinierendes Werk der Ingenieurkunst, findest du nicht auch? Seit mehr als einem Jahrhundert sind es unsere Augen und Ohren hier auf der Erde. Bis ihr es in diesen dummen, versiegelten Raum eingeschlossen und seine Übertragung blockiert habt. Jetzt, wo es wieder funktioniert, werdet ihr bald einige wirklich interessante Nachbarn haben. Nein! Oh, da kommen sie. Nein, bitte, Linda! Kopf hoch, Richard. Dein neues Leben beginnt jetzt. Kommt der Lichtschein von oben? Yay. Entschuldige, was? Geht es dir gut? Das ist das dritte Mal, dass ich dich frage, ob du Honig auf dein Müsli willst. Stimmt etwas nicht? Mir geht es gut, keine Ehrlich gesagt, fühle ich mich großartig an diesem Morgen. Voller Tatendrang und ich wage zu behaupten, glücklich. Oh. Kann ich irgendwas machen? Oh mein Gott. Das ist groß. Mit 19, der Abschiedsbrief. Okay. Auch wieder. Diesmal nicht ganz so gruselig. Aber es kann wahrscheinlich daran liegen, dass ich Aliens einfach nicht gruselig finde. Ich würde sie nicht herausfordern. Oder explizit rufen. Aber gruselig finde ich sie jetzt nicht. Deswegen war das wirklich im Vergleich mit dem ersten Teil nicht so gruselig. Die Geschichte an sich war trotzdem recht interessant mit dem Hin und Zurück und einen Brief schreiben und dann wieder Gegenwart und Vergangenheit. Hat wieder schön die Geschichte gut erzählt. Aber ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass wir nichts weiter aus der ersten Episode erfahren haben. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt. Kann ja sein. Aber, oh, und erstmal danke fürs Entwickeln. Hat Spaß gemacht. Das ist eigentlich auch die Hauptsache, dass es Spaß macht. Aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen mehr über eine Art kleine Fortsetzung aus der ersten Episode. Das hätte ich mir gewünscht. So. Aber ja. Mal schauen, ob es noch eine dritte Episode gibt. Ich weiß nicht. Bisher habe ich keine gesehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Das Ganze sind kleine, schöne Spielchen. Spaß machen. Dann schreibt mal, also was habt ihr jetzt von dem zweiten Teil gehabt? Habt ihr auch eher gefiebert, was aus der ersten Episode zu sehen? Oder fandet ihr das jetzt ganz okay, dass es eigentlich komplett was anderes ist? Nehme ich an. Aber obwohl Linda und der Junge hatten die gleichen Augen, ob es vielleicht dann beides Labore und Experimente, aber Labore, ob es doch einen kleinen Zusammenhang hat und glaubt eher an Alien oder Angst vor Alien. Jo. Und lasst einen Daumen nach oben da und da gibt es so einen roten Button mit Abonnieren, würde uns sehr freuen. Und dann könnt ihr jetzt mittlerweile schon ein paar Spiele sehen.
Und es werden noch weitere Spiele kommen. Ich freue mich. Dann danke fürs Zuschauen. Und bye bye.